So, pass auf, wir machen das jetzt so. Ich trinke erstmal was. Ich habe nämlich voll Durst, Mann. Ey, ich hab richtig krassen Plan. Hm? Ich trinke jetzt auch mal ein Stückchen. Hm. Ey, pass auf, ich habe jetzt den Einfall. Hm? Ich trinke noch was. Oh, mir ist gerade. Ich hab noch eine Idee gehabt, übrigens. Hm? Ich wollte mal einen Schluck trinken. Hm. Nice. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Runde Skywars mit Gnomlied mal wieder. Ah, hallo. Hallo, ich bin D. Graves. So ist mein Name hier. Ich weiß gar nicht. D. Graves. Was so angebracht ist. Ich hoffe, wir gewinnen. Alter, ist so lange her, dass ich ja mal irgendwas gemacht habe. Ja, oder? Es ist wirklich extrem lange her und ich für meinen Teil habe gestern das letzte Mal gespielt. Verdammt. Ja gut, du bist ja mittlerweile auch ein ziemlicher Brother, ne? Ich bin ein ziemlicher Brother okay, danke schön. Hast du... Ich habe Blöcke. Nice, ich auch. Da drüben wollen wir direkt vergewaltigen gehen oder wollen wir mal nach oben? Gibt's hier oben? Da oben ist, glaube ich, nichts. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist da drüben so ein Diamond Dude, der Full Diamond ist. Aber keine Waffe, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube nicht. Lass uns mal rüberbauen. Du bist der Pro. Okay, warte. Ich mache einfach nur meine cheesy Tactics dann, weißt du? Okay, ich kann nicht bauen gerade. Ich versuch's. Guckt er mich an? Na, guckt in deine Richtung. Da kommt sein Mate. Da kommt sein Mate. Warte, wir machen das jetzt hier ganz, ganz easy. Vorsehen. Vorsehen mit Nachsehen. Pass auf, wir machen das jetzt hier so. Okay. Oh Gott. Runde vorbei. Okay, gut. Wir sind jetzt hier im Baum. Wir sind im Baume. Okay. Komm, wir bauen uns jetzt hier einfach hoch und sind im Baume oben drauf. Ich mag das. Ich mag das auch. Wir sind hier oben. So, jetzt? Was machen wir denn? Ich habe ein Feuerzeug und Steak. Was hast du so? Könntest du den Baum anbrennen? Oh, warte mal. Ich habe eine gute Idee. In der Tat. Warte. Wo ist denn sein Kumpel? Warte. Wir machen das jetzt so. Die sind ja da unten, ne? Mal sehen, ob das was bringt. Mach uns nicht kaputt. Hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich bin ein bisschen Angst gerade. Wir könnten doch einfach draufstürzen, oder? Nee, dann nehmen wir ja Fallschaden und der hat ja durchaus eine Diamantrüstung an und ein Eisenschwert. Die haben beide Eisenschwerter. Oder Steinschwerter, ich weiß nicht. Wir sollten auf jeden Fall mit Knockbacks arbeiten, denn die anderen kommen von der Truppe. Es ist so aufregend. Oh Gott, oh Gott. Bis sie drüben sind. Wir könnten hier auf die andere Ebene, hier die Ebene, also wo sie quasi drunter sind, weißt du? Ja. Warten wir mal auf die anderen, was die jetzt machen. Denn das wird ja, das ist nämlich jetzt das Ding. Wenn die kommen und abstauben, gehen sie jetzt drauf? Alter, das ist eine ziemlich ekelhafte Situation gerade, ne? Für sie auf jeden Fall, für uns nicht. Wir haben Spaß. Ich komme. Oh Gott, alter Junge! Lass die mal machen erstmal, lass die mal machen. Die sind unten drin, sie kämpfen. Und wir gehen wir abstauben dann, oder was? Jetzt gehen wir direkt hinterher, komm. Okay, dann los. Okay, nice. Es hat funktioniert. Ein Herz. Du hast ein Herz noch? Okay, scheiße, Mann. Aber hey, wir haben Rüstung, Mann. Wir haben Rüstung und wir haben Stuff, das uns gut weiterbringt. Hast du eine Hose? Und ein Schwert? Ja. Warte mal hier, ich sammle einfach mal das auf, was die alles haben. Okay, du. Einen Apfel? Sollten wir mitnehmen. Einen Apfel sollten wir definitiv mitnehmen. Einen guten Apfel. Da sind Hosen, geil, die nehme ich mit. Die nehme ich mir sofort zur Brust. Ach so, warte mal, ich stelle mich mal so. Ich hab richtig schönes Zeug für dich. Richtig schönes Zeug. Du hast die Diamond Boots weggeworfen. Ist das so deine Intention gewesen? Ich weiß es nicht. Das war meine Intention. Ich habe hier noch einen Diamantenhelm für dich, Diamant Leggings und eine Diamant Chestplate. Mm. Ach so, für mich? Hast du alles aufgesammelt? Ja, ich hab alles. Ich hab alles an. Hast du noch ein Schwert oder sowas? Ach ja, na klar, hier. Ja, mein Schwert hab ich auch noch. Okay, dann lass uns das nützen. Nützen wir es. So, eins, gut, ich hab das Schwert, jetzt können wir hier verschwinden und unseren Weg fortsetzen. Aber erstmal muss ich was essen, Mann. Wieso hab ich das nicht gemacht? Ich geh mal raus und scoute. Okay, ich komme hinterher. Baust du gerade irgendwas? Ja, ich will bloß rauskommen irgendwie. So, sind noch 6 Spieler am Leben. Die Chance bestünde, dass wir hier gewinnen würden, sollten.
So, das kommt weg, das kommt weg, das kommt nicht weg, das kommt weg, weg, weg. Wir zusammenbleiben, ne? Ja, lass uns mal zusammenbleiben. Ich werfe kurz alles weg, was ich nicht brauche. Oh, dieser Druck, Alter, meine Hände schwitzen. Deine Hände schwitzen wie Sau. Meine Hände. Wenn ich jetzt einfach so runterfalle, wäre das natürlich jetzt ultimativ doof. Ja, dasselbe habe ich mir auch gerade gedacht. Du hast ja nicht mal einen Kopf, Junge. Klar, und deine, ich hab Chain, also, Chain, aber das ist ja nur Chain. Och man, ich dachte, du hast schönes Equipment oder so. Jetzt habe ich ganz schlechtes Gewissen, dass ich alles habe. Ich habe ganz schlechtes Gewissen. Ganz schlechtes Gewissen. Da baut sich einer rum. Warte mal, hast du das Feuerzeug noch? Ich habe das Feuerzeug, ja. Du willst ausrasten gerade. Oh, ich habe sogar noch einen Diamanthelm. Oh gut, sehr schön. Mal, lass mal ein paar Sachen zerstören. Okay, zerstören wir diese Sachen. Machst du einfach das Feuer an, genau. Ich habe aus Versehen was aufgesammelt. Das ist nicht schlimm. Wirf es einfach rein. Das Eisen doch nicht. Das Eisen nicht. Das brauchen Ach, Quatsch, wir. Wir sind doch voll Dia, Alter. Da brauchen wir kein Eisen mehr. Wer weiß, du hast recht. Für eine Spitzhacke, dann könnten wir uns mehr Dias abbauen, um uns Dia-Blöcke zu bauen. Dia-Blöcke. Dia-Blöcke. Da oben, was macht der denn da? Was machen die denn? Oh nein, das ist wieder einer dieser Hampel, Alter. Nee, das passt schon, das passt schon. Wir brauchen Blöcke. Hast du ein paar? Weil ich habe nur noch 29. Putz. Putz, putz. Oder warte, ich mach gleich mal. Hast du noch Holz? Ach, du hast ja schon was hingelegt. Alles cool. Alles cool. Was so. Ist los, Mann? Was ist los? Warte. Du musst fliehen. Nach unten, in den Untergrund. Fliehen vor der Untätigkeit. Ich baue mir eine Angel. So, ui. Hab eine Angel, ui. Wie, hast du Strings oder was? Na klar, ich Strings hier. Ich kann sogar, hast du auch noch ein Cobweb oder sowas? Ein Cobweb habe ich da, ein Cockweb. Hast du ein Cockweb? Ja. Okay, los. Jetzt einen schönen Cockweb. Hättest du hinbauen können. So, String, hast du noch Holz? Ah. Weil ich habe nämlich kein Holz mehr. Ich kann auch so, okay, gut, ich baue dir eine. Ich baue dir eine Angel. Ich würde es jetzt auch machen, aber dann würde ich entlarven, dass ich keine Ahnung habe, wie ich eine Angel baue. Achso, kannst du mir die Strings mal zuwerfen? Genau, in mich rein? Sauge ich sie auf? Ja, perfekt, geil. Der Faden war direkt in dir drin. So, bitte. Kannst du später beim Schnitt irgendwie jetzt, wenn ich sowas sage, irgendwie erotische Musik einspielen? Ich kann es versuchen. Der Faden war direkt in dir drin. Weißt du, so und ich habe aber keine Blöcke, Mann. Also nur ein paar. Oh, ich habe ganz viele. Hab alle, die ich brauche, alles cool. Warte mal, kann ich dich mit der Angel? Nee, treffen kann ich dich nicht, oder? Nee, wir sind im Team. Alright. Das wäre schon äußerst bitter, wenn. Sind da Leute? Ich halte Ausschau. Warte mal, wie sind da noch drin? Sechs Mann sind noch drin. Auf jeden Fall ist einer in der Mitte da. Irgendwo. Nee, da sind drei. Einer ist oben. Einer ist oben und zwei sind unten, oder was? Mhm. Und dann gibt's noch einen Einsiedler irgendwo. Ich weiß nicht, wo er ist, aber wir müssen ihn finden und wir müssen ihn töten. Ich hab was im Hals gerade. Ist das ein String oder ein Cockwrap? Es ist ein Cockwrap, hat sich da festgesetzt. Es war auf jeden Fall ziemlich harte Angelegenheit, Mann. Hart wegen. Okay. Nee, okay, reicht. Oh, guck mal, hier ist noch ein Splash Potion of Healing drin. Das ist natürlich nice. Sehr geil. Hab ich mal eingepackt. Lässt jetzt was wiegen? Ich weiß nicht, vielleicht dumme Leute? Guck mal, hier können wir den Aufgang nutzen, den andere schon geschaffen haben. Den Aufgang, warte mal, vielleicht haben wir hier unten noch irgendwas in der Kiste? Vielleicht nichts. Also siehst du, wir hätten noch zwei Eisen gebrauchen können für so eine. Ach, ist ja scheißegal, du hast recht, wir sind ja schon full Dia. Ach Mann, was erzähle ich denn hier die ganze Zeit? Ich bin blöd. Du bist einfach nur verwirrt. Ich bin einfach nur verwirrt und ich traue mich hier nicht schnell anzulaufen, weil ich habe echt Angst runterzufallen. Ja, Mann, ich auch. Das ist das Schlimmste an Skywars. Ja, und dann. Oh, da ist jemand gestorben. Fünf Spieler sind noch am Leben. Fünf Spieler. Wir sind am Abgrund, beziehungsweise am Rande des Gewinnens, vielleicht. Immer dann, wenn ich Skywars privat spiele. Ja. Dann denke ich genauso. Dann denkst du genauso, von wegen, oh, wir werden gewinnen und dann gewinnen wir gar nicht? Ja. Wann spielst du Skywars mal privat? Ist die Frage. Immer! Immer, sagst du! Nur deswegen bin ich so ein übelster Profi. Wir bräuchten mal einen Verzauberungstisch. Das wäre genau das Ding jetzt, ja. Na dann auf in der Mitte, da ist einer. Ich trau mich nicht. Wo ist denn der? Ich sehe ihn gar nicht. Siehst du den? Hab da vorhin einen gesehen. Ach, da rechts ist einer, oder? Nee, doch, da rechts. Auf der, guck mal da, rechts. Da ist einer. Wo? Rechts auf der Insel. Lass mal hier die Inseln weiter abklappern. Da kommen wir da hin. Alrighty. Zwei Spieler, ne? Hä? Da hinten sind zwei, ne? Das ist der letzte Spieler. Wir sind zwei, also. Achso, ach, der. Wir könnten es schaffen. Ich hoffe. Ich spring noch nicht. Bin noch nicht irre. Jetzt springe ich. So, Boy.
Der ist Full Dia mit einem Dia-Schwert, das wahrscheinlich richtig geil ist und der wird uns wahrscheinlich richtig abschnetzeln, aber wir haben Angeln und die Macht. Vielleicht. Ich baue mich mal hier hoch. Hast du noch Blöcke? Steht auf jeden Fall, steht so ziemlich lethargisch da, einfach, weißt du? Ja. Lethargie ist nur so. Sein Leben. Nein! Weißt du, was wir machen? Ich habe ja eine Enderperle. Das heißt, ich werfe mich hinter ihn, währenddessen du gelaufen kommst und dann machen wir Sandwich Tactics. Alright? Double Penetration! Und immer ducken, denn wenn er eine Angel hat oder einen Schneeball oder sowas. Stimmt, Schneeball gibt es ja auch noch. Was macht er denn? Oh, Angel! Jetzt rennt er weg, Mann, jetzt rennt er weg. Ist zu weit weg. Trau mich nicht, Alter. Hat Maudado dir das mit der Angel beigebracht? Oder war das Mr. Moore? Mr. Moore? Nee, die Angel-Tactics. Pass auf, geh nicht so nah an den Rand. Falls er eine Angel hat. Okay, er rennt einfach weg. Gut, wir gehen. Wir sneaken. Wir haben echt funny times hier. Funny times, oh Gott. Wir sind so, weißt du, wie Rentner, die das erste Mal irgendwas spielen. Ja. Was machen wir denn jetzt, Mensch? Was sollen wir jetzt tun? Wir gehen ihm jetzt hinterher, pass auf. Hast du dein Messer bereit? Bist du gut gehungert? Hast du Bock? Alles ist eigentlich tight. Warte mal, ich packe mal ganz kurz. Er kommt jetzt. Ich hab noch einen goldenen Apfel. Er kommt jetzt. Er will. Warum? Ich weiß es nicht. Soll ich mich hinter ihn werfen? Ja, mach mal. Nee, noch nicht. Meinst du nicht? Nee. Das werde ich nicht schaffen. Das ist wieder so ein komisches Abwarte-Game. Das hatte ich letztens schon mal. Das ist ziemlich nervig, Alter. Jojo Mio HD. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie wir das jetzt machen können. Was sind denn da für Sachen, Mann? Richtig krasse Sachen. Guck gerade. Ich hätte gern, weiß ich nicht. Er kommt. Treffe ihn nicht so gut. Er hat irgendwas intus auf jeden Fall. Ja, dann warten wir ab. Wieso trifft er denn so gut mit seiner Angel? Das ist ja furchtbar. Und er rennt wieder weg. Ich schau mal, was hier los. Na genau. Guck du dir das an, ich warte hier, steht da so, macht sein Ding, keine Ahnung. Vielleicht geht er auch einfach gleich von alleine runter und stürzt sich in den Tod. Ich meine, wir haben es verdient hier zu gewinnen. Da ist eine gute Diamantbrust noch drin in dem Haufen. Das könntest du gebrauchen. Ja. Was war das gerade? Drei goldene Äpfel einfach, ich weiß auch nicht, was das war. Ein goldener Apfel, Mann. Hätte ich auch Bock drauf. Ja, ich schmeiß dir mal zwei zu. Hab ich die aufgesammelt? Ja, jetzt hab's. Oh, geil! Golden Apple Style. Golden Apple. Hast du eine Enderperle noch mit drin? Das wäre natürlich super. Ich guck gerade. Das wäre genau das Ding. Da könnten wir jetzt einfach hingehen und sagen: Jojo, Mio, Mongo, ne? Jojo, Mio, Omo? Jojo, Mio, Unge. Was? Okay. Lecko Mio. Lecko Mio, der wartet jetzt. Nö, wir haben ja Geduld hier. Ne? Er kommt schon wieder. Er nutzt die Dunkelheit, weißt du? Das ist wie in DayZ, Alter. Wie in DayZ. Was macht er denn da? Ich weiß es nicht. Könnte man sich einfach über ihn bauen? Wahrscheinlich nicht, oder? Könnte man, theoretisch. Aber er hat ja eine Angel, da müssten wir aufpassen. Beziehungsweise, nee, müssten wir nicht, weil er könnte ja gar nicht von der Seite kommen. Theoretisch nicht, ne? Gehen wir jetzt einfach mal drauf, oder was? Gehen wir einfach draufgehen und scheißen auf alles und dann verlieren wir? Ich weiß nicht. Nee, ich weiß nicht. Also ich fand die. Vor allen Dingen ist es gerade dunkel. Ich würde ganz gerne warten, bis Tag ist. Wie geht's dir heute so? Naja, ich hab echt heute ein bisschen Stress und du hast ja auch meinen Nackenschmerz schon bemerkt, als ich ihn beklagte bei dir. Das Knacken des Todes. Ja, das war echt das Knacken des Todes und aber sonst geht's mir gut. Ich bin immer noch. Ist das schon die Aufnahme? Die Aufnahme läuft auf jeden Fall, denke ich. Ich meine, zum Knacken, als das da war. Ach nee, die lief da noch nicht. Die lief dann auch gar nicht. Das ist ja so ein schöner Intro-Sound, weißt du, von dem, hey Leute. Nee, der war so noch aus. Das tut mir auch ein bisschen leid. Wollen wir mal einfach draufgehen jetzt? Oh Gott, es nervt. Was tun wir? I don't know, der kommt immer nur so ein bisschen sanft an. Seicht, sanft, irgendwas. Erstmal mache ich uns, Erstmal ein Snickers. Jetzt ein Snickers. So, Kompass brauchen wir nicht mehr. Butz. Ich geh mal kurz ein bisschen teasern. Palen? Was wolltest du denn gerade sagen mit Pale? Palen? So, pass auf, wir machen das so. Ich komm von hinten, du von vorne. Doch so, oder? Okay. Ja, let's go. Bin hinter ihm. Treff ihn nicht? Ich hab... Oh, okay. Das war ziemlich unspektakulär. Was soll denn, Mann? Okay, gut. Das war einfach nur dämlich. Was ist denn passiert? Ich weiß es nicht. Der hat einfach überhaupt gar nicht gecheckt, dass ich weg war auf einmal.
Er hat irgendwie nur noch mich gesehen, glaube ich, oder zumindest einen von uns da, und dann hat er, vielleicht hat er auch gedacht, dass ich du wäre, weißt du, von wegen hinter dir und so. Ja, Mann, das war echt seltsam, keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir gewonnen und das war die Runde. Ich denke, ja, sehr actionlastig vor allen Dingen und gut anzusehen, oder? Was meinst du? Ich war zufrieden mit unserem Werk, wir haben ein bisschen Skill gezeigt, den wir abgewartet haben. Ja, das taktisches Verständnis. Waren gut ausgerüstet. Ich denke, das ist durchaus guckbares Material. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und schau doch auch mal beim Gnomenlied vorbei. Da läuft was ganz Tolles ab, Mann. Ich mache jetzt Werbung für dich. Guckt hier, Logbucheinträge 1 bis wie viel? 3 ist, glaube ich, gerade draußen. 1 bis 3, Mann. 1 bis 3. Also, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ja. Auf Wiedersehen. Tschüss.